Kennst du die Gemüsehobelverkäufer vom Markt, die lauthals ihre Ware anpreisen? Meistens stehen sie mitten in einem Haufen von Gemüse, sind ausgerüstet mit einem Mikrofon und preisen lauthals ihre Ware an. Ringsum stehen Leute und bewundern sie. Vielleicht auch darum, weil sie so ganz auf eine spezielle Art ihre Ware verkaufen. Ich bin schon jemand, auch lachend von so einem Stand weggelaufen und habe gestaunt, wie überzogen und mutig der Mann seine Ware verkaufen tut. Wenn ich das Beispiel in mein Leben übertrage, dann merke ich und bin auch fast ein bisschen traurig darüber, dass ich nur halb, wenn überhaupt, überzogen so von Jesus weitergebe. Denn diese Botschaft müsste mindestens so laut und überzogen weitergegeben werden, so wie es der Gemüsehobelverkäufer macht. Schnell kommt in mir in die Angst auf, was auch die anderen über mich denken. Was sind mir aber meine Mitmenschen wert? Die das Evangelium und die frohmachende Botschaft von Jesus noch nicht gehört haben. Die Botschaft von Jesus, dass er am Kreuz für meine Sünden gestorben ist, haben sie noch nicht bekommen. Hat darum nicht auch Jesus, er, der für meine Sünde am Kreuz gestorben ist, nicht auch verdient, dass ich als Spinner aus der Sicht der Menschen dastehe und von ihm weiter erzähle? Ich wünsche dir für die kommende Zeit, dass du viel Mut hast, um die frohmachende Botschaft, gerade so überzogen, wie der Gemüsehobelverkäufer, den anderen Menschen weitergibst.